Christoph Klöser und ich spiele Saxophon und Klavier. Und ich bin Morten Gass und ich spiele Klavier und Bass. Gibt es halt so eine vordergründige Düsternis, so wenn einer halt eine schwarze Klamotte anhat oder sich die Fingernägel schwarz malt und damit Gitarre spielt, dann ist der irgendwie, ist er ein düsterer Typ, aber auch, ne, das ist ganz schwer zu definieren, das Wort, finde ich. Also wir wollen halt nicht jetzt bewusst auf düster irgendwie machen oder so. Also die Neue ist jedenfalls etwas intellektueller, wenn man so will. Ja, also wenn man sich auf den Begriff Düsternis einklingt, ne, dann war Black Earth emotionaler oder wie hast du gesagt? Spooky. Spooky. Genau. Und das ist jetzt mehr so eine, ne, also die ist ja jetzt auch so strenger von der Form. Ne, fängt bei den Titel an, die hat ja so richtig, alle unsere Platten waren ja eigentlich Konzeptalben, aber hier kann man es jetzt vielleicht am ein Stück praktisch. Ne, und hier ist es am einfachsten vielleicht auch nachzuhören. Weiß nicht, da kommen ganz viele Sachen zusammen, der Name und dass es dann fünf Stücke waren, aber das, wie soll ich sagen, da setzt du dich nicht an den Tisch und überlegst dir so ein ganzes Konzept und wenn das steht, fängst du an. Das kam während der Arbeit. Ja? Manchmal fügt sich das halt so sehr schön und jetzt ist das alles rund und jeder kann sich was dazu denken. Daumen hat sich halt wie Daumen angehört. Da, nur als halt vom Lied her kann man es halt nicht als erstes bringen. Also, und Zeigefinger ist halt der Zeigefinger. Ja. Und das erste Stück zeigt erstmal, was da ja geht. Also jeder Finger hat ja eine Funktion, ja, oder eine Bedeutung für eine einen. Bedeutung Mittelfinger so ist halt der Stinkefinger. Das ist ja quasi die abschreckendste Nummer, würde ich fast sagen. Also der kleine Finger kommt am Ende. Für manche, ja. Bei mir. Ja, so ist es. Irgendwie war es ganz klar. Also eine Überlegung, ob es die entscheidende war, weiß ich gar nicht. Aber eine, die war, ist eben auch gewesen, dass es eigentlich ganz egal ist, was auf der Hülle drauf ist. Ne? Weil die Musik also so monolithisch ist in dem Fall. Also das ist ja jetzt wirklich ein, ich sag mal, schwer verdaulicher Brocken. Ne? Ja, stimmt. Irgendwann haben gesagt, da kann man auch eine Blume drauf machen. Oder eine Badehose. Ja. Ne? Und da haben wir gedacht, okay, eine Badehose ist vielleicht so gaffig oder geckig. Ne? Wobei das Wort Badehose finde ich einfach gut. Badehose wäre schön. Und dann haben wir auf Blume, weil wir dachten, da kommen Journalisten und fragen, was heißt Geisterfaust? Da können wir denen sagen, das ist ein Schnaps. Ich glaube, so war es. Ne? So war es, genau. Wir hatten mal ein Schnäpschen gemixt aus irgendwelchen Resten. Und dass du jetzt hättest der hieß dann Geisterfaust. Dann hätte dir die Faust verpasst, genau. Naja, die wird komponiert halt, ne? Die wird nicht gejammt. Also da setzt man sich ans Klavier. Und denkt sich was aus. Ja. Man probt dabei was rum und probiert was. Na, also so gesehen improvisiert man schon, aber irgendwann ist es dann eine feste, verbindliche Form. So. Ja, aber wir stellen uns nicht zu viert in den Proberaum und wir dudeln so rum. Dass ich die Grundzüge der Stücke, die stammen halt meistens von uns. Aber im Prinzip ist das immer noch eine Bandgeschichte. Es kam durch ISIS, die wollten gerne, dass wir mitmachen und wir fanden das auch gut, weil wir waren mit denen in England. Wir waren vorher noch nie in England und hatten... Die haben uns mitgenommen, sozusagen. Ja, genau. Und wir hatten jetzt auch wenig Vorstellung, was da passieren würde, aber die Erfahrungen waren super. Also das Publikum hat... Ja, enthusiastisch reagiert, muss man sagen. Also wir hatten überhaupt keine Erwartungen. Wir dachten, keine Ahnung, was passiert. Ne? Aber es hat großen Spaß gemacht. Naja. ISIS fanden wir aber auch schon vorher gut. Also davon mal ab. Also das war dann sehr schön. Ja, ja. Das waren ja, da hat alles zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen quasi. Und sich jeden Abend ISIS angucken. Schön. Jesu war auch noch dabei. Ja. War auch super. Da hatten wir Spaß. Es ist bestuhlt, weil halt wenig passiert und weil man, glauben wir, oder hat die Erfahrung auch gelehrt, mehr von der Musik hat und damit auch von dem Konzert, für das man ja letztlich Geld bezahlt hat, wenn man das angenehm sitzend verfolgen kann. Praktisch per Selbstversuch haben wir rausgekriegt, so ist es am besten. So kann man es ertragen.